4 Jahre schon wusste Alexander Legler von der tickenden Bombe in seiner Brust. Die Diagnose von 2017, ein Aneurysma am Aortenbogen, direkt am Herzen. Nur durch die Zusammenarbeit von hochspezialisierten Expertinnen und Experten aus dem KH-Klinikum Robert Koch-Gerden und der Medizinischen Hochschule Hannover war es möglich, diesen riskanten und komplexen Eingriff bei dem 73-Jährigen vorzunehmen. Und jedes Jahr habe ich untersucht und dort war es soweit, war es schon ziemlich weit auseinander. Ein Aneurysma ist eine krankhafte Aufweitung oder Erweiterung eines Gefäßes, zumeist einer Schlagader. Und wir reden jetzt aktuell über die Aorta, also die Hauptschlagader, das Hauptgefäß des Körpers, ist krankhaft erweitert. Man kann es sich vorstellen wie ein Luftballon, der, wenn er sehr, sehr stark aufgepustet ist, immer dünner wird von der Wand. Und irgendwann kann das reißen. Sie können sich vorstellen, wenn so ein Aortenaneurysma platzt, da ist richtig Druck drauf und dann blutet das erheblich und dann besteht absolute Lebensgefahr. Alexander Legler wusste um die große Gefahr. Doch der neunfache Urgroßvater wusste auch um das Risiko, das eine herkömmliche offene Operation mit sich gebracht hätte. Der hat schon erzählt, wann das platzt, ist der Tod da. Bislang die konventionelle Technik bei solchen Aortenbogenaneurysmen, die war klassisch. Also man hat dann das Brustbein der Länge nach gespalten, das Herz dann stillgelegt, eine Herz-Lungen-Maschine dann angeschlossen und hat dann alles, was krank war, also dieses Aortenaneurysma, hat man dann entfernt und dann mit Nadel und Faden die Prothese in Kleinstarbeit eingenäht und dann natürlich auch die Gefäße, die das Gehirn mit Blut versorgen. Der Patient war in diesem Fall ziemlich krank. Wir hatten Sorge, dass der Patient eine große Operation überhaupt überlebt. Und deswegen haben wir eine schonende Operationstechnik gewählt. Durch einen 1 bis 2 cm langen Schnitt in der Leiste und durch Einstechen einer Nadel in der anderen Leiste und an beiden Armen. Und über kleine Drähte und Katheter, also Plastikschläuche, konnten wir die Prothesen in die Hauptschlagader einbringen, in den Bereich des Aortenbogens und dort die Prothese freisetzen, sowie kleinere weitere Prothesen in die Gefäße einsetzen, die eben das Gehirn und die Arme versorgen. Und somit fließt das Blut nur noch durch die Prothesen und nicht mehr durch das krankhaft erweiterte Gefäß. Und der Patient ist eben vor dem Riss der Hauptschlagader geschützt und braucht jetzt keine sehr lange Erholungszeit, wie zum Beispiel nach einer großen OP. 4 Tage nach dem Eingriff ist Alexander Legler wieder auf den Beinen. Aufgrund seiner Lungenerkrankung fällt ihm das Atmen noch schwer. Man spürt aber seine große Erleichterung nach der erfolgreichen Behandlung. Er ist allen beteiligten Ärztinnen und Ärzten für ihre großartige Leistung dankbar. Sie haben sein Leben gerettet. Das ist sehr gut geworden. Das sieht sehr gut aus. Ja, ich konnte das nicht beschreiben. Vielen Dank. Was kann man noch sagen?